hängen da irgendwo in den Kästen oben drin. Das ist ein Raum weiter. Ich glaube, das ist ein Raum weiter, ne? Weil ich kann hier nur ihn anvisieren. Albinaurik-Stab? Albinaurik-Maske? Oh, damn it, war das ein Albinaurik? Haben die das, haben die den getötet? Und gefoltert. Küsser, das ist deine gerechte Strafe. Oh, Alter, guckt euch mal die Stühle an. Die haben überall Nägel. Aua. Da sitzt du ja dann mit dem blanken Arsch drauf. Sind hier oben drinne irgendwie, wa? Wie kommen wir denn unten wieder runter? Aber müssen wir vielleicht da reingehen, ne? Kann das sein? Dass wir vielleicht hier eher langlaufen müssen? Diese Leiter? Ich muss jetzt zur Arbeit. Viel Spaß noch. Bi, wie war es denn eigentlich gestern? Bist du gut durchgekommen? Ich habe gar nicht gefragt gehabt. Ich hoffe, das hat trotzdem gut geklappt. Viel Erfolg dir heute auch weiterhin mit der Einarbeitung. Ah, jetzt sind wir hier. Boah, der ist hier drinne in diesem. Die sind in den Dingern hier drinne eingeklemmt. Alter, ohne Scheiß, so im Mittelalter, was du da für Foltermöglichkeiten hattest. Da will ich auch nicht tauschen, ey, ohne Scheiß. Ich meine, heute gibt's auch noch so skrupellose Sachen. Ehrwürdige Sachen. Ehrlose Sachen. Das ist schon krass, wie die hier drinnen hängen, in diesen Dingern. Aber sie haben wenigstens eine Unterlage. Können wir irgendwie... Hier sind wieder Leute, die leihen, aber ich glaube, die an der Decke hängen nicht. Hallöchen, Bulletbomber! Ich glaube, Daumenschrauber wäre so das Schlimmste. Nie wieder zocken! Daumenschrauber. Ja, aber auch so auf Dornen sitzen oder auch wenn zum Beispiel die Ziegen irgendwie die Füße haben ablecken lassen. Ich glaube, das war noch mit das, was am wenigsten wehtat, glaube ich.
Aber alles, was so mit Dornen und Nadeln, ja, so Körperteile abschneiden, ist auch scheiße. Also, ja, ich weiß nicht. Ah, übrigens, die fangen wir an zu bohren, Leute. Noch hört man es nicht doll, glaube ich. Hier hinter uns sind noch welche. Aber auch traurig, ey. Die weint die eigentlich um die, die hier gestorben sind, oder? Oder warum jammern die einfach so? Habe zum Beispiel auch hier dieses Last Kingdoms geguckt und da war ja auch ein Teil so, dass der eine da versklavt wurde und sie dann gezeigt haben, wie so die Sklaverei da stattgefunden hat, das war auch übel. Also, alter Schwede. Ey, Haus Vulkan, wirklich. Heilige Scheiße. Ja, ich erlöse dich. Oh, Kacke, jetzt hat er die anderen gerufen, glaube ich. Vorsicht vor links. Na, der müsste ja jetzt schon gekommen sein, oder? Irgendwas stampft hier draußen noch rum. Das ist, glaube ich, so ein Wurm. Ja, er läuft in Treue. Springen voraus. Ah, da kann man runter anscheinend. Sollen das so Blutegel eigentlich darstellen oder was? Sklaverei nennt sich heute ja Hartz IV. Nee, also ich glaube heutzutage ist keiner in irgendeiner Sklaverei. Klar, es ist glaube ich echt schwer, wenn du aus Hartz IV wieder rausfinden willst, weil die Jobangebote, die gemacht werden vom Arbeitsamt, ist so in der Art, Hauptsache du machst etwas, aber nicht das, was du machen willst. Oh! Der hat mich gesnackt! Also ich glaube, da kann jeder von Glück reden, wenn er nicht in irgendeiner Art und Weise in Hartz IV reinrutscht. Gerade heutzutage, wo es auch echt problematisch ist im Hinblick auf die derzeitige Situation, dass alles teurer wird. Da habe ich heute auch ein passendes TikTok tatsächlich zu gesehen. Da hat sich auch eine Mutti von 4 Kindern über die derzeitige Lage beschwert und dass ja jetzt derzeit irgendwie Wohnungen freigemacht werden sollen für Leute, die halt Asyl beantragen oder aufgenommen werden. Aber ganz ehrlich, das stimmt doch nicht, oder? Es wird doch keiner aus seiner Wohnung rausgeschmissen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Also ich bin da natürlich nicht in der Situation. Ich bin, glaube ich, noch in einer guten Position, dass ich sagen kann, dass ich nicht arbeiten muss in der Zeit, wo ich mein Studium halt absolviere. Und kann mich dann natürlich nicht mit anderen familiären Situationen vergleichen, aber heutzutage muss doch eigentlich keiner aus seiner Wohnung raus, oder? Bürgergeld ist doch Hartz V. Da kenne ich mich gar nicht aus. Heißt das mittlerweile Bürgergeld und nicht mehr Hartz IV? Was ich tatsächlich auch an dieser Situation so krass finde, ne? Freundin von mir, die hatte damals eine Mama gehabt, die war alleinerziehend und die hatte Hartz IV bekommen. Und bei der war es tatsächlich so, dass da meine Freundin selber auch Geld verdienen wollte und die hatte so einen kleinen Nebenjob, um sich einfach ein Taschengeld zu finanzieren. Und da hat das Arbeitsamt das richtig alles überprüft, wie viel Geld da jetzt eingenommen wird und ob sozusagen das noch versteuert werden muss und sowas alles. Also richtig böse gewesen. Da hat meine Freundin damals gar nicht so richtig viel Geld von ihrem verdienten Geld eigentlich behalten können.
Das war schon ganz schön bitter. Andersrum ist es natürlich auch traurig, wenn du dann ein Kind hast, was sozusagen deine Kasse einfach auffüllen muss, weil du es einfach selber nicht schaffst, als Teil der Familie die Familie zu ernähren, ne? Also ich möchte da mit niemandem tauschen und nie in so einer Situation sein. Warum sind wir hier? Was? Das ist eine Sackgasse. Warum sollte ich hier runterspringen, wenn auf der anderen Seite eine Treppe ist? Damn it! Seit diesem Jahr ist es Bürgerwelt, okay. Ja, wie gesagt, ich kenne mich da halt gar nicht aus, weil das einzige Mal, wo ich so Arbeitslosengeld zum Beispiel auch beantragt hatte, war währenddessen, also ich habe ja eine berufsbegleitende Ausbildung gemacht und ich habe ja fest in einem Unternehmen gearbeitet und man brauchte für die Ausbildung immer halt einen Betrieb. Und ich habe dann zwischendurch, als es mir emotional und so nicht so gut ging und ich mich nicht mehr so identifizieren konnte mit dem, was ich gemacht hatte, habe ich mir halt eine neue Stelle suchen wollen und zu dem Zeitpunkt hat mir einfach nichts gefallen. Und dann habe ich auch für die Zeit, ich glaube, man durfte 3 Monate lang, durfte man arbeitslos sein während der Ausbildung. Und da habe ich mich auch dann arbeitslos gemeldet in der Zeit und habe dann auch Arbeitslosengeld tatsächlich bekommen. Das war schon ganz nett. Aber wie gesagt, was du dann da auch alles für Sachen hast, an die du dich halten musst. Und das ist halt wieder so typisch, ne? Einfach so Bürokratie Deutschland ist halt auch das beste Beispiel zurzeit. Ich muss relativ früh dieses Jahr meine Steuererklärung machen, weil ich jetzt mittlerweile schon so lange studiere und ja auch wegen Corona und mir auch wirklich Zeit gelassen habe, um alles halt ja so zu machen, dass ich das auch zeitlich stemmen kann. Ja, bin ich jetzt schon fast an der doppelten Regelstudienzeit von meinen Kursen und mir hat mittlerweile das Amt geschrieben für BAföG, dass es jetzt an der Zeit ist, dass ich halt mein BAföG, was ich mal bekommen hatte, was mir ja dann wieder aberkannt wurde, aufgrund dessen, dass ich ja schon meine Ausbildung gemacht habe und dies, das, Ananas. Ja. Oh, fuck. Aua. Es ist jetzt halt einfach bei mir an der Zeit, dass ich das zurückzahlen müsste. So, dadurch, dass ich aber erwerbslos bin, also ja nicht regelmäßige Einkünfte erziele und das ja auch gerade mit Twitch und der Selbstständigkeit alles immer sehr vage ist, habe ich halt einen Antrag gestellt und habe halt meine Steuererklärung vom letzten Jahr und sowas alles eingereicht. Und dann schreiben die mir, nein, wir brauchen die Steuererklärung von diesem Jahr. So, ich also die Steuererklärung gemacht, alles abgegeben. Ja, Gewerbesteuer kann ich noch gar nicht machen, weil ist ab erst den 29.03. freigeschaltet. In dem Formular beziehungsweise beim Amt überhaupt möglich abzugeben. Dann denke ich mir so, warum machen die das denn nicht mit dem Stichtag? 1.1.2000, keine Ahnung, neue Jahr ist auch die Möglichkeit, dass du gleich deine Finanzen regeln kannst. Warum machen die das denn irgendwie so? Ja, das eine ist im Februar schon möglich, das andere im März, das andere im April. Totaler Bullshit, wirklich. Ich muss das jetzt halt dieses Jahr schon früher machen, damit ich das dann abgeben kann und zeigen kann, dass ich halt keine regelmäßigen Einkünfte habe und nicht Millionen verdiene mit Twitch. Oder Millionen in die Schweiz verschicke oder was weiß ich. Hallöchen und Cupra Libre und Hallöchen auch Just. Schön, dass ihr einschaltet. Hallöchen, ihr Lieben. Ich hoffe, euch geht's gut. Was macht der Dienstag bei euch? Wir spielen endlich mal wieder Elden Ring. Und wir sind heute tatsächlich in Haus Vulkan unterwegs. Und wir werden danach wahrscheinlich auch noch zur Festung gehen von Hike. Und wir müssen wegen Haus Vulkan hier zu diesem komischen, zu diesem Typen. Ich glaube mal, den Istvan, den müssen wir töten, oder? Weil der von Haus Vulkan gesucht wird. Ich glaube, wir müssen da so kleine Quests machen, um in die Gunst des Haus Vulkans zu treten. Komme ich hier nicht hoch? What the fuck? Doch. Ansonsten weiß ich gar nicht. Wir werden auf jeden Fall Elden Ring jetzt die nächste Zeit wieder spielen. Ich weiß nicht, ob ich mit NG Plus danach sogar weitermache und noch einen Run starte oder ob wir uns irgendwas anderes suchen, was wir zwischendurch daddeln können. Das kann ich so noch nicht sagen, kann ich so noch nicht versprechen. Ihr hattet jetzt erwähnt gehabt, dass Anno jetzt kommen wird, dass es so ein Free Week geben wird, dass man das vielleicht spielen kann. Vielleicht mache ich das auch zwischendurch einfach mal 1-2 Tage. Ich weiß auch noch nicht, ob ich morgen streamen werde, weil eigentlich ist ja morgen mein Unitag.
Aber ich habe eigentlich überlegt gehabt, die Woche, dadurch, dass letzte Woche so viel ausgefallen ist, vielleicht diese Woche ein bisschen mehr zu streamen. Aber ja, ich weiß noch nicht, ob ich Lust habe. Mal gucken, ob ich morgen Bock... Scheiße, ob ich Bock habe oder ob ich... Mann, verfick dich! Oder ob ich morgen eher Uni-Zeugs mache. Weiß ich noch nicht. Kann ich noch nicht sagen. Schaltet gerne die Benachrichtigung ein. Guckt gerne auf Instagram vorbei. Schaut gerne im Discord rein. Dann werde ich euch da bestimmt ein paar Hinweise geben, wie und wann ich wo online sein werde. Ach, wir sind jetzt hier auf der Seite. Okay, cool. Ist hier eine Luke? Und was hat er mich dann beschmissen hier? Das war doch nicht Scharlachfolge. Wie heißt das andere? Das andere komische Zeug. Keine Lust auf Sons of the Forest? Bullet Bomber, schau gerne auf YouTube rein. Ich habe ein Let's Play dazu hochgeladen. Wir haben Sons of the Forest tatsächlich schon durchgespielt. Werden jetzt am Samstag nochmal eine Extra-Session aufnehmen, um dann nochmal so 100% zu schaffen. Ansonsten haben wir unser derzeitiges Sub-Goal. Wenn ihr es schafft, dass wir 150 Subs erreichen, dann wird es ein 12-Stunden extra Sons of the Forest Special geben. Wahrscheinlich dann an einem Samstag oder Sonntag, anstatt dass wir das unter der Woche machen. Also, falls ihr Sons of the Forest sehr, sehr gerne noch im Stream bei mir sehen wollt, dann dürft ihr da gerne reinbuddern und ansonsten euch gerne auf YouTube auch das anschauen. Hab ich voll verpasst! Nee, alles gut. Wir sind erst bei der, was hat der denn für eine Peitsche? Ist das ein Kronleuchter? Wir sind tatsächlich erst bei der 4. Folge, die hochgeladen worden ist von, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen. Ich habe noch nicht alles fertig geschnitten. Aber wir haben auf jeden Fall einiges, was ihr euch angucken könnt. Und es ist sehr interessant gewesen. Also wir haben auch ein sehr interessantes Ende tatsächlich gehabt, was so ein bisschen Fragen aufgeworfen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin und bleibe der Meinung, für mich ist Sons of the Forest tatsächlich nur ein DLC und nicht ein neues Spiel. Ich finde, das ist halt... Ich finde, das ist... Also, das ist ein schönes Spiel, aber es ist für mich fast sogar ein schlechteres Forest. Weil es halt dadurch, dass es Early Access ist, noch viel weniger Sachen beinhaltet, als das, was du damals bei The Forest machen konntest. Und klar, optisch gesehen sieht es halt echt geil aus. Und ja, es hat eine neue Story. Aber für mich ist das... Ja, ich weiß nicht. Es ist schön gewesen zu spielen und ich würde es auch im 12-Stunden-Stream nochmal spielen für euch, weil es halt angenehm ist zu daddeln und es wirklich ein schönes Survival-Game ist. Aber so im Großen und Ganzen, ja, hat es mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ja, ist so, Neo, da bin ich ehrlich mit euch. Ist halt wirklich so. Und ich glaube, wenn das Spiel einfach ein bisschen länger noch gebraucht hätte, bis es veröffentlicht worden wäre und man wirklich alles bekommen hätte, dann wäre das für mich runder gewesen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo sind wir denn jetzt hier? Sind wir jetzt drüben auf der anderen Brückenseite? Wachsamkeit voraus benötigt. Gut nachdenken. Das stürzt aber jetzt nicht ein, oder? Okay, ist nicht passiert. Nichts ist passiert. Ach, so ein komischer Raum hier. Muss leider noch warten, bis es mal auf der PlayStation Pro läuft. Naja, haben sie nicht gesagt, dass... also ich glaube, Sons of the Forest wird erstmal gar nicht auf den Konsolen kommen, ehe es nicht veröffentlicht wurde, ne? Die Leute sollen ja sonst was zu tun haben. Die Bürokratie wäre auch sonst viel zu einfach. Ja, aber es ist schon sehr verwirrend, so im Hinblick auf... Also deutsche Demokratie... Deutsche Bürokratie ist schon wirklich sehr verwirrend. Dann kann ich mir auch vorstellen, dass gerade Leute, die vielleicht nicht Deutsch sprechen oder nicht aus Deutschland stammen, da echt ihre Schwierigkeiten haben mit. Wenn ich da schon Probleme habe.
Hört ihr eigentlich das Bohren im Hintergrund sehr laut oder geht es noch? Gibt nicht auch Skelett. Find's übrigens süß, dass hier sehr viele rote Kerzen stehen. Hebel voraus. Ach, wait, das ist ein Hebel. Ja, dann gehe ich das safe auf jeden Fall nochmal rüber. Und gehe zur Gnade. Oh, dammit. War das nicht gut? Können wir ja doch darüber laufen. Ja, manche Spiele sind gefühlt einfach Ewigkeiten im Early Access, ne? Hat das nicht mal sogar schon jemand gesagt, dass Early Access tatsächlich meistens sogar als Aussage oder als Ausrede genutzt wird, damit man sich dafür entschuldigt, falls vielleicht die Spiele hier und da irgendwelche Probleme haben? War das sogar nicht mal irgendwo so? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Oder war das vielleicht meine eigene Meinung? Ich weiß es nicht mehr. Ja, bei manchen Spielen ist das schon echt schade. Obwohl sie ja gesagt hat, also ist jetzt eigentlich Sons of the also The Forest, ist das schon draußen mittlerweile? Da ist der Bossraum. Ach du Scheiße. Oder wurde The Forest noch gar nicht released? Ist es auch noch Early Access? Klar, Efi. Ich habe das letztes gehört, dass Forest selbst auch noch im Early Access ist. Oder wurde das schon rausgeworfen? Ich weiß es selber. Ach du Kacke. Oh nee, warum ist denn schon wieder die Götterskalpe hier? Den denn jetzt schon getötet? Der ist doch schon das dritte Mal hier angekommen, oder? Also irgendwann ist ja auch mal Schluss. Das ist ja schon langsam ein bisschen langweilig, wenn es immer die gleichen Gegner sind, oder? Also jetzt nicht böse gemeint für Elden Ring, aber Götterskalpen, die kamen jetzt am Ende schon sehr häufig. Wie oft haben wir die jetzt schon mittlerweile gesehen? Schlangenamnion? Was ist das denn? Das sind Schlangenamnion. Talisman war es, glaube ich, nicht. Hä, das müsste ja theoretisch bei den Larven auch liegen, oder? Das sah so larvig aus. Warte mal. Er ist schon wieder bestimmt 20.000 Mal rübergegangen, ne? Ah, hier unten. Hä? Hab ich weit genug runtergedingst.
Amnion aus dem Leib einer Mutter, die das arme, ungewollte Ergebnis eines widerwärtigen Geburtsrituals austrug, trocknet niemals aus und bewahrt sich seine Feuchtigkeit bis in alle Ewigkeit. Aber guckt mal, das sieht aus wie so ein kleiner Wurm, wie die Würmer, die draußen rumlaufen. Das hat ein kleines Schwänzchen und dann hat es so kleine Beine. Kann ich das zeigen? Nee, das kann ich nicht zeigen. Schade. Hier, doch, guck mal. Hier ist das kleine Schwänzchen. Hier sind so kleine Beine und das ist der große, lange Kopf. Das sieht... Ah, das heißt ja auch Schlangenamnion. Also es ist so ein Schlangenfötus. Aber warum haben wir das? Weil das muss ja irgendwas sein. Weil wir haben ja auch noch die Prothese. Und das sind ja irgendwelche Sachen, die wir eigentlich benötigen, um irgendwas hier zu machen. Zum Beispiel diese Drachenherzen. Da können wir auf dieser Dracheninsel zum Beispiel als Opfergabe die geben. Dann haben wir hier dieses zitternde Auge, was ja uns die Todeswurzeln zeigt. Dann hatten wir die Puppe von Rani. Die Prothese, den Dolch. Das weiß ich immer noch nicht, was man damit macht. Schwarzer Messerabdruck. Fluch des Saatbeets. Ach, das mit dem Dungfresser. Ja, ja, ja. Bekommt diese Schlangentochter, das gehört dann zur Quest. Welche Schlangentochter? Leute, nicht spoilern. Wir sind hier im No Backseat Gaming Run, ne? Also nur weil ich jetzt was frage, wann ich das nicht verraten. Ich habe keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Wir machen aber tatsächlich, nachdem ich hier durch bin mit Elden Ring, machen wir einen NG-Plus-Run. So, alles gut, Bullet Bomber. Dadurch, dass ich absolut keine Ahnung habe, was du meinst, ist es so aus dem Zusammenhang gerissen, ist alles gut. Aber wir machen, nachdem ich durch bin mit Elden Ring, machen wir einen Backseat-Gaming-Run. Und dann dürft ihr gerne überall zu allen Sachen etwas sagen. Oh, der Apfel ist einfach so stark. Und dürft da gerne natürlich Tipps und Tricks geben. Und auch im Hinblick so auf die Quests und auch auf die Lore dürft ihr da gerne Infos geben. Weil ich absolut keine Ahnung dann davon habe. Weil ich da nämlich in dem Run dann gerne alles entdecken würde. Falls das überhaupt möglich ist. Alle Quests zu machen wahrscheinlich eher nicht, ne? Vor allen Dingen, da darfst du dann auch nicht zu weit vorpreschen. Weil wenn du dann zu weit vorläufst, dann hast du nachher läufst du Gefahr, dass du irgendwas zu schnell wegläufst. Try finger but hole. Oh, der Apfel ist wieder sauer. Und Neo, dass du Punkt, Punkt, Punkt schreibst wegen The Forest. Es ist einfach halt facto so. Oh, wie viele Leute spielen denn heute Elden Ring, ey? Holy shit. Oh, Hunger. Danke. Falls ihr übrigens Kanalpunkte habt, Leute, packt die gerne in eure Challenge, in meine Community Challenge. Oh, es ist sauer. It is so sauer. Ist da ein Versteck da? Aufzug versuchen. Achtung, Aufzug. Was für ein Aufzug? Hä? Oh, damn it, da geht's ja noch weiter. Ach, scheiße, da ist der Aufzug. Oha. Bewegt sich nicht. Warum bewegt es sich nicht? Hätte ich doch noch mal unten irgendwie landen müssen? Nee, nee, nee. Jumpen macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, oder? Sieht sehr tief aus. Es würde theoretisch auch nach oben gehen, oder was? Hä, aber warum geht das noch nicht?
kann man auch nichts machen, ne? Ich sollte vielleicht mal kurz leveln. Statt mit so vielen Runen hier rumzulaufen. Und wir gehen weiterhin, glaube ich, in Geschick. Ihr habt ja gesagt, meine Waffe levelt mehr auf Geschick. Darum machen wir... Aha, hier ist ja auch was. Waffe suchen und dann viel Glück.